Ja, der GTO ist lol. Okay, die Konkurrenz ist auf einmal da. Willkommen zurück, liebe Freunde, zu einem neuen Need for Speed Pro Street Video. Und wir machen weiter mit unserer Karriere. Und ich bin gerade beim Autohändler. Wenn man das Autohändler nennen kann, weil wir sind in irgendeinem Raum mit ein paar Symbolen im Hintergrund auf jeden Fall. Ja, ich bin in der Autoauswahl, nennen wir es mal so. Und ja, ich möchte eigentlich mal dem Wunsch entgegenkommen, mir einen RX-8 zu holen, weil ja, das wurde ja in den Kommentaren gewünscht. Und die Frage ist, kann ich mir... Ja, ich kann auch wieder super... Ja, ich kann ihn holen, okay. Ich hatte schon Angst, dass der gesperrt ist. Als Gripstar wollte ich den holen, genau. So... Dann wollen wir mal anfangen zu tunen. Wird ja eigentlich gern direkt in die Vollen gehen, ne? Aber weil Leistung wäre schon wichtig, ne? Den GTO müsste ich noch auf Drag umbauen. Ich weiß gar nicht, ob der nächste Renntag Drag-Rennen hat. Ich glaube nicht, dann müssen wir uns da erstmal nicht drum kümmern. Ich glaube, das war... Oder das waren ja die nächsten, aber müssen wir gleich mal gucken. Ich würde einfach mal sagen, YOLO. Antrieb ist auch nicht gerade unwichtig. Ist auch nicht so teuer. Turbo, geben wir ihm alles hier. Fahrwerk würde ich sogar erstmal nur die erste Stufe nehmen. Bremsen sind leider auch wichtig beim Dings, aber dann möchte ich auch nicht den teuersten nehmen. Alter, das wird gerade teuer. Reifen sind auch nicht gerade unwichtig. Lachgas, da würde ich die zweite Stufe nehmen. Ich bin aber gerade mal überlegen, ob ich... Sollen wir die Aufladung erstmal weglassen? Warte mal kurz. Verwerfen. So, habe ich mein Geld wieder. Das ist vielleicht auch ein bisschen teuer. Kaufen wir von allem mal die erste Stufe, weil sonst wird das tatsächlich ein bisschen zu teuer. Aufladung, dann nehmen wir auch mal nur die erste Stufe. Fahrwerk auch die erste Stufe. Machen wir es nicht ganz so übertrieben. Bremsen finde ich schon wichtig. Reifen auch. Das ist nicht ganz so teuer, weil das tut mir schon in der Seele weh, wenn ich den jetzt so vollballer. Ich muss leider sagen, die originalen Felgen sehen jetzt gar nicht mal so schlecht aus, aber ich würde sagen, Tuning ist Tuning. Was haben wir da so Schönes? Ah, Felgen ist immer so eine Sache, ne? Wir nehmen die. Ist jetzt einfach gekauft. Ja, das Tiefbett bin ich jetzt nicht so sehr für. Aber da 40%, die machen wir ganz breit. Hinten das gleiche. So, Felgen haben wir. Ja, was auch Re-Kit. Wir haben natürlich immer das normale Autosculpt. Dann haben wir natürlich hier noch Bodykits, die ich persönlich, ja. Boah. Sieht jetzt gar nicht mal so falsch aus, ne? Müsste man eigentlich draufpacken, ne? Das sieht schon geil aus. Komm, wir packen das drauf. Ich nehme das jetzt einfach. Abtrieb brauchen wir tatsächlich. Sieht vorne natürlich jetzt ein bisschen beknackt aus, ehrlich gesagt. Aber ich brauche leider Abtrieb. Da komme ich leider nicht dran vorbei. Ja, übliche Carbonhaube finde ich irgendwie immer wieder geil. Spoiler bräuchte ich theoretisch eigentlich auch, weil ist ja ein Grip-Auto. Find den Spoiler eigentlich ganz geil. Natürlich auch nicht zu viel Abtrieb. Ganz breit, das nicht. Man kann ihn noch ein bisschen tiefer machen, ne? Ja.
Dachrutze lassen wir mal weg. Eigentlich können wir uns auch Auspuff-Endtöpfe besorgen. Natürlich ganz großes Rohr. Überrollkäfig darf auch nicht fehlen. Rennsitze. So, dann machen wir die Optik. Boah, was gebe ich denn für eine Farbe? Blau sieht ja schon geil aus, ne? Die Farbe geil. So, Dann haben wir erstmal wieder mein Standardverfahren. Scheibenfolien können wir noch ein bisschen tönen und so. Vinyls lassen wir erstmal weg, weil das vielleicht ein bisschen zu lange dauert. Da haben wir soweit alles eingebaut. Tuning können wir noch was machen. Nitro-Druck machen wir ruhig mal ein bisschen. So, dann machen wir auch ein bisschen höher. Das habe ich ja die ganze Zeit beim Honda Civic vergessen. So. Gut. Fertig. Haben wir einen neuen Dings. Ja, den müsste ich mal umbauen. Dann gucke ich mal kurz auf die Karrierekarte, was wir denn als nächstes machen können. Haben wir ein Drift-Event. Einen Drag haben wir. Genau, den GTO wollte ich als Dragster fertig machen. Da müssen wir auch ganz schnell machen, ne? Speedrun habe ich noch kein Auto für. Dass man von dort aus nicht dahin kommt, ne? Ich glaube, man kommt da nur... Alter. So bescheuert. Da hast du noch mehr Events. Nee, das können wir nicht fahren. Man muss links und rechts gleichzeitig drücken. Ja, auf Tokio hätte ich eigentlich schon Bock. Weil das ist eigentlich ein cooles Teil. Ich würde sagen, damit das Video jetzt auch nicht zu lang wird, würde ich sagen, legen wir einfach direkt mal los. Und nehmen hier den X8, nehmen den hier. Warte mal kurz. Ach stimmt, ich habe den noch gar nicht auf Drag umgebaut. Ja, dann machen wir dann nächstes Mal. Dann nehmen wir den 350Z wieder als Driftfahrzeug. Und ja, Civic nehmen wir mal als Ersatzfahrzeug. Ja, und dann legen wir direkt mal los. Da mache ich im nächsten Video dann den GTO als Drag-Auto fertig, weil das wurde ja auch gewünscht. Das kann ich nämlich auch machen. Dann fahren wir noch einmal 240SX und dann war es das mit dem Wagen erstmal. Tempolimits, was soll das denn? Das ist nicht mein Motor. Ja, das mit den Genehmigungen, das habe ich glaube ich auch letztes Mal gehört. Deswegen. Ah, ich denke mal, ich werde den jetzt auch nicht so häufig ausreden lassen. Die letzten zwei Teile. Ich bin gerade überlegen. Auf jeden Fall die letzten Male, wo der da gesprochen hat, da habe ich den natürlich mal ausreden lassen. Oh, Wankelmotor. Oh, der klingt ja im Spiel richtig gut. Okay. Gute Entscheidung wieder einmal von den Zuschauern. Klingt ja richtig gut im Spiel, Alter. Alter, klingt echt geil, der Wagen. Alter, der Tunnel. Alter, okay. Also für denjenigen, der den Wankelgeschrei hören wollte, du kommst gerade voll auf deine Kosten.
Na, muss jetzt mal an den Audi vorbei. Noch mit dem Turbo zwischen. Klingt richtig geil, der Wagen. Mal gucken, ob wir in der letzten Runde doch noch mal eine Bestzeit schaffen. Ich versuche möglichst die Karre nicht gegen die Wand zu zimmern. Darauf habe ich so gar keine Lust. Dann fahre ich dann doch mal lieber ein Stückchen vorsichtiger. Boah, die Kiste fährt sich gut, ey. Alter. Okay, ich bin froh, dass ich den nicht volle Kartoffel aufgetunt habe, weil das wäre ja sonst viel zu teuer gewesen, weil ich bin ja damit voll am Ausrasten. Ich glaube, da ist jemand nicht so amüsiert darüber, dass ich hier ein Rennen nach dem anderen gewinne. Ja, das mit dem beschlagnahmten Wagen. So, dann würde ich sagen, machen wir mal ein normales Grip-Event. Ist das eigentlich die gleiche Strecke? Nee, ist komplett geradeaus. Ja, fahren wir das mal. Ich fahre sowieso alle Rennen, aber ich versuche so ein bisschen eine Abwechslung reinzukriegen. Ich glaube, ich habe nicht mal die meiste Leistung. Aber ich habe viel Abtrieb. Irgendwie muss ich an euch vorbeikommen. Ja, also in den Kurven, da hole ich so gut auf. Alter, das klang. Dann noch mit dem guten Soundtrack, ey. Ey, Pro Street ist so ein gutes Spiel, ich merke das immer wieder. Super gealtert, das Game. Freunde, holt euch das. Das sind so Momente, wo sich das Spiel echt so anfühlt, als hättest du das gerade frisch gekauft, wäre gerade frisch rausgekommen. Da macht so ein Game echt Bock. Und vor allen Dingen, ich habe es ja auch schon gesagt, bei Carbon habe ich ja irgendwie für 1 Euro, ich glaube 79 Cent oder sowas, habe ich das Game ja bekommen, nochmal gebraucht, in super Zustand. Bei Pro Street war das ähnlich, da habe ich es glaube ich für 2 Euro oder so bekommen. Auf der gleichen Plattform, auch in guten, sehr guten Zustand. Also das war schon echt cool. Bei Pro Street habe ich auf der 360 angefangen und
Hab's dann auch irgendwann verkauft. Hab's dann irgendwann wieder für 360 geholt. Dann habe ich es mir jetzt nochmal für PC geholt. Das ist auch schon wieder eine Weile her. Aber mega gut. Läuft. So, Renntag schon mal gewonnen. Von Honda Civic. Nitro-Paket. So. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir mal Drift. Machen wir erstmal den Drift. Will mal gucken, wie ich da so abschneide. Übrigens, wenn jetzt noch irgendwelche Kommentare unter dem letzten Video sein sollten, oder unter den letzten beiden Videos, muss man sogar sagen. Also vom 13. März. da kann ich jetzt noch nicht drauf eingehen, weil bisher kamen jetzt auch keine großartigen Kommentare bei mir in einem Video. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich dann noch nicht auf alle Wünsche eingegangen bin. Beim nächsten Video sollte es dann aber soweit sein, da gucke ich dann nach, dass ich euch dann zur Not auf eure Wünsche eingehen kann. Oh nein, das wollte ich gar nicht. Ich muss immer noch die Tastenbelegung ändern. Der driftet sich gut, der 350Z. Der kann gut den Lastwechsel machen, also den Seitenwechsel sozusagen. Aber das ist eine schwierige Driftstrecke. Fuck. Alter, ich sehe nur noch Rauch. Ja, also die Konkurrenz holt da auch nicht viel mehr Punkte. Also easy game und das war nicht mal gut gedriftet. Nimm, nimm. Oh, mal wieder ein V6 hören. Mann, Alter, Need for Speed hat immer gute Klänge, ey, was das angeht. Aber ich bin auch so ein kleiner Fan vom 350Z. Und die Karre, geil. Liegt an der Gon 2. Da klang der schon so super. Kackt mir der Motor ab. Na, war auch nicht so gut. War sogar minimal schlechter. Fail. Na, ist besser. Dass man hier keine Punkte holen kann, ne? Ja, das war wesentlich besser. Zwar volle Kartoffel gegen den Pöller, aber das ist mir egal. Knapp 3000 Punkte. Dann bin ich zufrieden. Und wir kriegen wieder ein bisschen Geld. Brauche ich auch, weil der X8 war trotzdem nicht allzu günstig, um den aufzubauen. Aber der rasiert auch momentan echt gut, ey. Nur kurz davor, den Renntag zu dominieren. Dann machen wir noch einmal hier den Viertelmeilen-Drag. Lassen noch einmal den Drehzahlbegrenzer vom 240SX aufheulen oder aufbrüllen. So ungefähr. Ich habe, glaube ich, sogar weniger PS als der. Ich habe da jetzt nicht drauf geachtet. Mal ein letztes Mal 240SX im Heimatland in Tokio, also in Japan. In Tokio. Stimmt, war eigentlich fast nur Japaner, ne? Mazda, Nissan. Boah, das war kein Frühstart. Na, ja, der GTO ist lol. Okay, die Konkurrenz ist auf einmal da. Ich glaube, ich muss den GTO mal langsam fertig machen. Ja, die haben mehr PS als ich. Alles klar, das erklärt einiges. Gut, dann machen wir den GTO oder nächstes Mal als Dragster fertig. Ja, ihr könnt ja schon mal hier unter dem Video oder auch vielleicht auch davor schon in die Kommentare schreiben, welches Auto ihr euch für die Speed-Events wünscht.
Also ich wäre stark für einen Porsche GT2. Also 911 GT2. Das werde ich auch nicht schaffen. Könnt ihr euch natürlich entscheiden. Das kann natürlich irgendwie so ein Auto sein, womit ich voll meine Schwierigkeiten haben werde. Aber ich weiß nicht, welche Autos gut und schlecht dafür tatsächlich sind. Also ich bin mal mit dem Porsche gefahren und das war ganz gut. Und bedenkt, ich habe viele Autos. Ich habe hier die ganzen Booster-Packs, Codes und so eingegeben und ja. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass der schnellste ist. Ja gut, immerhin zweiter Platz. Dafür, dass ich jetzt hier untermotorisiert bin. So, Renny Vince. Er lässt alle anderen Staub fressen. Also das letzte Event nicht. Ah, das Mikrofon. Ja, mach das mal. Riskier mal dein Leben. So, letztes Rennen von dem Renntag. Und ich muss leider sagen, ey, der X8 macht echt Spaß. Also macht Spaß zu fahren, er klingt geil. Hätte nicht gedacht, dass ich so viel Spaß an einem Wankelmotor haben würde. Ich meine, ich finde die Motoren ja geil. Ich finde zwar auch ein V6 geil, ich finde auch einen Boxermotor geil. Das sind alles geile Motoren. So. Erster Sektor schon mal easy geschafft. Ist der the Supra? Stimmt, ein Supra müssen wir uns fertig. Oh, Supra Speed Auto. Leute, das wär's doch. Da habe ich jetzt den ultimativen Vorschlag gemacht. Ja, nicht gut eingelenkt. Ah. Oh, Alter, das war knapp vor der Kante. Oh, nein. Hat der Golf auch nochmal einen Abgang gemacht. Zumindest einen Abgang gegen die Wand. Oh, Kollege, was machst du da? Der Golf weiß nicht, wohin mit sich. Der braucht einen Sanitäter. Hab so fast das Gefühl, dass der EX8 ein bisschen zu viel Abtrieb hat. Weil auf der Geraden bin ich da ziemlich schwach aufgestellt. Wobei, es gibt nicht zu viel Abtrieb. Alter. Autos durch Tunnel rasen lassen, das ist schon echt geil. Zum Sektorrekord gebrochen, aber gut, da war auch eben der ein gewisser Golf 5 GTI im Weg. Hab immer noch zwei Nitroflaschen. Na, da haben 5 Punkte gefehlt. Da nochmal Punkte geholt. Das war die Wand. Na, Alter, das macht so Bock.
Oh, schön gegen den Drittzahlbegrenzer. Sehr gut. Alter, ey, die Konkurrenz hat ja gar keine Chance. Ja, ich würde sagen, der X8 ist eine geile Kiste. Damit fahren wir auf jeden Fall weiter. Nächstes Mal. Ah, der Kommentator sagt gar nichts. Ich würde mal sagen, da können wir mal easy mit Geld reparieren und ja, mehr gibt's nicht zu fahren. Ich könnte zwar jetzt nochmal das Drag-Event versuchen, aber das würde, glaube ich, sehr wenig Sinn machen. Dafür ist der 240SX einfach zu schwach. So, dann haben wir neue Renntage wieder freigeschaltet. Was ist, haben wir denn da? So Ibisu? Da haben wir auch wieder Speed Challenge. Ja, wie gesagt, das kann ich dann nächstes Mal noch nicht fahren. Aber das könnte man. Modello Park. Da bin ich jetzt nicht abgeneigt von. Da könnte man mal gucken, ob man das vielleicht nächstes Mal fährt. Aber ich würde sagen, das soll Thema des nächsten Videos sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und nächstes Mal machen wir weiter mit Need for Speed Pro Street. Ja, ich glaube, beim nächsten Video muss ich noch entscheiden, was wir so fahren. Also die Speed-Challenges, die werde ich noch ein bisschen aufschieben, dass wir da noch ein bisschen gucken können. Also, dass ich eventuell noch eventuelle Fahrzeugwünsche eingehen kann, was hier die Speed-Challenge angeht. Und da schauen wir mal. Und ja, nächstes Mal machen wir erstmal weiter. Und ich werde den GTO fertig machen. Genau, den machen wir noch als Drag-Auto fertig, dass wir da auch wieder ja, schön vorne wegfahren können. Und ja, Leute, ich hoffe, ihr freut euch drauf und seid nächstes Mal dann wieder mit dabei. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal.